Fräulein Loh. Der Text und die Musik sind von mir. Fräulein Loh war eine reizende Person, aber stolz war sie auch. Heiß bat sie um Liebe sogar ein Baron, Loh aber lachte ihn aus. Ob's ein Graf, ob's der Kohn ist und kein selbst ein Adonis, ja, so sprach das süße kleine Fräulein Loh. Bei mir ist das so, mein Mann muss aussehen wie Dr. Konrad Veit, muss eine Brille haben wie Harald Lloyd, er muss wie Jackie Coogan schrecklich jung sein, wie Stuart Webb immer auf dem Sprung sein, er muss wie Bruno Kastner lächeln zart und wie der Fairbank tragen einen Bart, und wenn er dann verdient wie Emil Jannings Geld, ist er für mich der schönste Mann auf der Welt. Fritz Bart, kannst du nicht ein kleines bisschen nur Harald Lloyd selig sein? Komm, oh, komm zu mir so gegen 7 Uhr. Sie aber sagte, oh nein. Ihr steht ganz Berlin Kopf. Ich geh nur in den Kientopf. Dort im Dunkeln wie manch Herr ne Liaison. Ich aber sage, pardon. Mein Mann muss aussehen wie Dr. Konrad Veit, muss eine Brille haben wie Harald Lloyd, er muss wie Jackie Coogan schrecklich jung sein, wie Stuart Epps immer auf dem Sprung sein, er muss wie Bruno Kastner lächeln zart und wie der Fairbank tragen einen Bart, und wenn er dann verdient wie Emil Jannings Geld, ist er für mich der schönste Mann auf der Welt. Schließlich ging sie doch zum Traualtar einmal, spart sah der Bräutigam aus. Eine Kreuzung zwischen Ab- und Rübezahl, alles lachte im Haus. Früher konnte nicht schlafen ohne Prinzen und Grafen. Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt, und Gott Amor lenkt. Ihr Mann sah nicht aus wie Dr. Konrad Veit, trug keine Brille wie der Harald Lloyd. Er war auch nicht wie Jackie Coogan jung mehr, wie Stuart Webb auch nicht auf dem Sprung mehr. Er lächelt nicht wie Bruno Kastner zart und trug auch nicht wie Fairbank seinen Bart. Er war der letzte Mann wie Jannings ohne Geld, jedoch für sie war er der schönste auf der Welt.